Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wie angekündigt, kehre ich noch einmal zu unserer Terranischen Union zurück, um einen würdigen Abschluss hier unseres Let's Plays zu finden. Und zu diesem Zwecke habe ich auch noch weitergespielt zu einem besonders interessanten Datum, nämlich zum Jahr 2499, dem 30. Dezember. Denn das Jahr 2500 ist so ein bisschen sowas wie der Endpunkt auch offiziell hier für das Spiel. Da wird eine Wertung ausgegeben und ja, das erschien mir ganz passend, das noch zu erreichen. Ihr hattet einige Ideen noch und Wünsche für die Zeit nach dem Kontingenzkrieg. Ich habe es nicht für notwendig befunden, darüber abzustimmen, weil das waren alles keine kontroversen und komplizierten Dinge. Ich will euch kurz berichten, was ich noch gemacht habe oder was vielleicht sogar noch passiert ist, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es ist eigentlich nichts passiert. Kein Krieg, Gott sei Dank, ausgebrochen, keine großen Konflikte ab und an, noch ein paar Flüchtlinge. Was passiert ist, dass sämtliche Maschinenaufstände, die noch woanders existierten, die sind alle ja, niedergeschlagen worden von den jeweiligen Spezies. Ihr seht aber auch, das von der Kontingenz besetzte Gebiet ist noch lange nicht irgendwie besiedelt. Ja, ich denke aber, dass die Seraphim und der Weltenbaum dann wieder so in etwa ihre angestammten Gebiete besetzen werden. Interessant, dass auch die Gargaxen in dieser Richtung jetzt hier expandieren. Ja, die hatten ja uns hier auch schon ein bisschen genervt, als sie sich hier breit gemacht haben. Also das ist noch so ein bisschen das Aktivste dieser ehemals gefallenen Reiche und nun wiedererweckten Reiche. Ich will hier einfach noch auf ein paar Statistiken eingehen, ein paar Sachen noch zeigen. Ja, und das Ganze dann mit ein paar Dankesworten beenden. Starten wir mal mit den Dingen, die ich euch noch zeigen will. Was noch vielleicht passiert ist. Ja, wir haben nämlich noch ein Relikt gefunden. Ein Überbleibsel der Kontingenz. Das ist vielleicht noch das Allerwichtigste, was zu zeigen ist. Und zwar dieses hier. Der isolierte Kontingenzkern. Ein isolierter Kontingenz-Mainframe-Kern, der aus den Trümmern der letzten Maschinenwelt gerettet wurde. Dieser kann den Bau von Robotern und Megastrukturen erheblich beschleunigen. Nun wollen wir mit Sicherheit keine Roboter bauen, aber für die Megastrukturen wäre das ein super Relikt, wenn es aktiviert wird. 10 Jahre lang plus 300% Baugeschwindigkeit. Das ist enorm. Leider habe ich kurz vor den Ereignissen das Baul-Relikt aktiviert gehabt. Na, was heißt kurz vor den Ereignissen? War wahrscheinlich vor 10 Jahren etwa. So, dass ich das jetzt noch nicht zur Anwendung bringen konnte. Schade ein bisschen, weil das hätte uns den entscheidenden Schub gegeben, um na, die Dyson-Sphäre in eine entscheidende nächste Phase zu bringen. Die hatte ich übrigens schon gestartet oder den nächsten Schritt gestartet, schon in der letzten Phase des Kontingenzkrieges. Ich will euch zeigen, wie weit wir hier gekommen sind. Ja, also das Gerüst ist jetzt fast fertig. In 149 Tagen dürfte dann die erste Energie dann auch bei uns ankommen. Und wenn das ganze Ding gebaut ist, und da besteht kein Zweifel, dass das möglich ist, weil wir Legierung ohne Ende haben, dann schwimmen wir in Energie. Sämtliche Energieprobleme sind gelöst. Also eine Form von Kommunismus vielleicht, der hier möglich ist, einfach durch die Tatsache, dass es keine Zwänge mehr gibt, keine Verteilungsprobleme und so weiter. Das ist das eine. Dann haben wir natürlich das Kontingenzsystem für uns beansprucht. Ich habe es entsprechend eines Vorschlags von euch Terra Invicta genannt. Das Ganze habe ich jetzt aber ohne Sektor gelassen. Und was mir jetzt sinnvoll erschien, jemand hatte vorgeschlagen, dass man hier vielleicht eine Forschungsstation bauen könnte. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich habe mich entschieden, hier bei Nexus Zero One eine Mega-Kunsteinrichtung zu starten. Ich finde, das ist jetzt mal eine richtige Antwort auf das Geschehene, dass man das zu einer großen Installation macht. Auch als eine Art von Bewältigung dieser besonderen Vergangenheit. Das ist das, was hier noch passiert derzeit. Ja, dann hatten wir ja hier im Milistamu ein Monument gebaut in Form einer Station, die an die Roboterkriege erinnern, also was an die Roboterkriege erinnern sollte. Da sollte aufgearbeitet werden, geforscht werden, Art Museum auch entstehen. Das habe ich inzwischen genannt
galaktische Memoriale zum Gedenken an die Roboterkriege, abgekürzt ZGADRK. Also zumindest der hintere Teil. Hat nicht mehr hingepasst. Naja, und ihr seht, was hier gebaut wird. Kunstsammlungen und Holotheater, in denen man die Kämpfe nachvollziehen kann. Das ist im Prinzip das, was jetzt noch bis zum Jahr 2499 geschehen ist. Mehr nicht. Jetzt will ich euch noch ein paar Sachen zeigen, jetzt hier aus der Welt. Nochmal so zur Zusammenfassung. Einmal vielleicht nochmal die Föderationen, die sich gebildet haben, die großen Allianzen. Unsere ist natürlich die größte, der Bund Freie Welten. Ihr seht hier nochmal die Ausdehnung und die Mitglieder. Darüber hinaus gibt es dann den Galaktischen Pakt, bestehend aus den Tarassi und den Seraphim im Wesentlichen. Dann haben wir natürlich noch das zuversichtliche Bündnis, bestehend aus Liebe ohne Leid, UdSSR und dem Weltenbaum, sowie die großartige Achse. Genau. Aus Lifanien, dem Rehinar-Regime. Und hier gibt es auch noch einen Neuzugang. Ja, das sind Rebellen der Seraphim im Übrigen. Diese komische demokratische Gurit-Domain. So sehen die aus. Interessanterweise ein Forschungsbaum an der Spitze, eine theokratische Republik. Das ist noch vielleicht eine ganz interessante Neugründung hier zum Schluss. Dann sei noch erwähnt, dass die gefallenen, wieder erweckten Reiche, dass die aus den Allianzen wieder ausgetreten sind. Die sind jetzt wieder selbstständig unterwegs. Die Gargaxen und die Oskox, die gibt es ja hier noch. Ich hoffe, ich habe da niemanden vergessen. Das vielleicht zu den Föderationen. Was ganz interessant ist vielleicht, wenn man sich mal unsere Sektoren anschaut, dann ist ganz spannend, wie ich finde, dass der L-Cluster-Sektor inzwischen, was die Bewohnerzahl hat, unseren Kernsektor New Terra übertroffen hat. Das hatte sich ja schon die ganze Zeit angedeutet. Da sind unglaublich viele Planeten, die wir besiedelt haben. Und das ist jetzt wirklich das pulsierende Nebenzentrum unseres Reiches. So kann man das, glaube ich, nennen. Gehen wir nochmal kurz rein. Dann sehen wir, dass der am dünnsten besiedelte Sektor der Outer Rim-Sektor ist. Macht also seinem Namen alle Ehre. Mit 86 Pops befindet er sich hier. So, dann vielleicht ein letzter Blick auf die Fraktionen. Ich habe sie hier schon mal sortiert nach Größe, also nach der Zahl der Pops, der Bewohner, die der jeweiligen Fraktionen angehören. Das war immer sehr, sehr anders zu den Wahlergebnissen im Koordinierungsrat, aber so ist das eben in unserer Gesellschaft. Das ist ja gewissermaßen eine Art Oligarchie gewesen, keine Demokratie, wo das Bild hier repräsentativ abgebildet wird. Also in der Bevölkerung ist die Xenoschutzkoalition ganz weit vorne und das ist kein Wunder eigentlich angesichts der riesigen Zahl multikulturell zusammengesetzter Bevölkerung auf den verschiedensten Planeten und Habitaten. Nachvollziehbar, dass eine xenophile Gesinnung da ganz oben in der Beliebtheit dasteht. Also wir haben 5300, fast die Hälfte. Achso, wir sehen es ja hier auch, 47% sind xenophil vor allem, unterstützen diese. Weitere 21% sind Bürgerrechtler, sind egalitäre und dann kommt eigentlich nur noch als relevante dritte große Fraktion die Spiritualisten, das Komitee für Glauben und Werte, 15%. Der Rest läuft so ein bisschen unter ferner Liefen. Der militärisch-industrielle Komplex war ja immer der bedeutsamste. Im Koordinierungsrat in der Bevölkerung sind es nur 6%, die diesem angehören. Von den Neuaufsteigern ist am erfolgreichsten die autoritäre Gesinnung, die loyale Bürgerwehr mit 119 Pops, aber 2% ist im Prinzip zu vernachlässigen. Und es gibt noch ein paar wenige unverbesserliche, die tatsächlich eine technokratische Fraktion gebildet haben, eine materialistische. Das sind die, die tendenziell gerne Roboter haben wollen und KI haben wollen. Naja, man will sie vielleicht nicht darauf beschränken. Ihr seht, das ist nur eine ihrer Forderungen, dass keine KI geächtet werden soll. Insofern haben sie vielleicht auch etwas anderes im Sinn. Das zu den Fraktionen. Dann
Vielleicht noch ein kleiner Blick auf die Anführer und vor allem, was mich interessiert hatte, auf unseren ältesten Anführer. Und das ist ein 226 Jahre alter Forschungsbaum, Rowan Hawthorne, der hier Wissenschaftler ist und die ISS Tom Gibson kommandiert. Nach dem jüngsten habe ich jetzt gar nicht geschaut, aber da gab es ein paar, die wir zuletzt eingestellt haben. Vielleicht nicht ganz so interessant. Ah, streng genommen ist eigentlich noch jemand älter, nämlich tatsächlich eine Art KI, ja, muss man ja sagen, die es bei uns, die überlebt hat. Also diese S875.1 Warform, die hat sich nicht beirren lassen von diesen ganzen Aktionen, ist auch nicht übergelaufen. Aber der haben wir nie so richtig was zugetraut. Die hat, glaube ich, immer nur Handelsschutz gemacht oder so. Naja, 294 Jahre lang war sie hier an unserer Seite. Das zu den Anführern. Zu den Spezies ist schwierig, was zu sagen. Wir wissen, es gibt unendlich viele verschiedenste Kombinationen unserer Spezies. Es ist noch nicht mal richtig gut festzustellen, welche eigentlich die am meisten verbreitetste ist, weil wenn wir hier nach Bewohner sortieren, ja, das sind ja halt hier so alles Unterklassen. Es gibt hier nie eine Zählung, die zusammennimmt, zum Beispiel alle Multics. Ihr seht, 171 Multics 4.0, aber auch 48 Multics 3.0 und so weiter. Und das kann man nie irgendwie so richtig zusammenrechnen. Es gäbe hier noch eine Übersicht, die uns das so ein bisschen zeigt. Aber das scheint mir verbuggt zu sein, weil ja, hier sehen wir, angeblich gäbe es irgendwie eine riesige 60-prozentige Population von irgendwas. Aber das sind mit Sicherheit nicht die Menschen 3.0. Die haben nur 117 Bewohner, ihr seht es, von 5.300. Also das kann es nicht sein. Ich habe auch hier alles durchgeguckt. Ich habe keine Fraktion gefunden, die jetzt so viel hat. Das hilft uns also hier auch nicht weiter. Ist aber auch nicht schlimm. Wir wissen einfach, bei uns leben im Prinzip alle Spezies der Galaxis. Und vor allem auch noch in absurdesten Kreuzungen miteinander. Ja, und zu guter Letzt schauen wir mal auf die Punkte, die das Spiel vergibt. Das finden wir hier. Und das ist ganz interessant. Wir sehen, wir sind ganz oben. Nach uns die Ildar, und zwar auch gar nicht so weit entfernt. Ich habe mir das mal angeschaut. Also, sie sind sogar deutlich besser in der technologischen Stufe als wir. Finde ich auch ganz spannend. Und auch bei der Anzahl der Systeme. Also die Ildar, die haben nochmal richtig zugelegt hier in den letzten Jahren. Danach kommen die Forschungsbäume und dann der Weltentraum und dann das Jurin-Syndikat. Und das ist schon erstaunlich. Alle fünf Mitglieder unserer Föderation sind hier auf Nummer 1. Erst danach kommen die Seraphim. Die waren vorher weiter vorne, aber die hat die Kontingenz natürlich besonders schwer auch erwischt. Ja, wir können hier unten mal schauen. Die erweckten Reiche, die stehen im Ranking jetzt gar nicht so gut da. Die Orks sind ganz hinten, die wurden von den Jurinia ordentlich zurechtgestutzt. Und das sind hier die beiden, die neu entstanden sind. Das New Farin-Kanat und diese Revolte von den Seraphim. Das dazu. Für uns bedeutsam, wir sind die mächtigsten und meisten Relikte noch gesammelt haben und natürlich die meisten Schiffe in einer Krise zerstört haben. Die Seraphim sind da noch einigermaßen gut, aber immer noch 10-mal schlechter als wir. Niemand anders kann da ansonsten mithalten. Ja, und dann würde ich sagen, können wir jetzt auch tatsächlich das Jahr 2500 gemeinsam erreichen. Wobei ich schon mal sage, das wird jetzt nicht super spektakulär werden. Und da haben wir es. Also, die Terranische Union gewann das Spiel mit einer Wertung von 113.870. Das ist dieselbe Statistik, die wir eben gesehen haben. Nur noch mal ein bisschen anders dargestellt. Das Ganze ist noch mal zusammengefasst in Wirtschaft, Flottenstärke und Erforschen. Wir sehen, unsere größte Qualität oder unseren größten Vorsprung haben wir beim Thema Wirtschaft erreicht. Beim Thema Flottenstärke, nein, da ist unser größter Vorsprung. Also wir haben sozusagen unsere sehr gute Wirtschaft umgemünzt in eine unglaubliche Flottenstärke. Hinter uns kommen die Kinder von Ildar und besitzen etwa ein Drittel unserer Stärke, sogar weniger, fast 25%. Dann die Forschungsbäume.
Und dann Lifanien, interessanterweise schon. Aber was ich ganz spannend finde und was mir gar nicht so aufgefallen ist, in den letzten 100 Jahren müssen wir beim Thema Forschung zurückgefallen sein. Das hängt damit zusammen, dass ich auch dort nicht mehr investiert habe, weil ich das Gefühl hatte, wir sind ziemlich gut vorangekommen und das ist jetzt nicht mehr das Thema. Ja, da sind viele andere an uns vorbeigezogen. Ihr seht, die Terranische Union ist hier mit 54.000. Ja, im absoluten Mittelfeld. Natürlich sind die alten Reiche vorne, aber dann kommt schon der Weltenbaum mit 70.000. Die Kinder von Ildar mit 68.000 und die Seraphim. Und die Forschungsbäume, die hier trotz ihres Namens nicht ganz vorne stehen. Das fand ich jetzt auch nochmal eine ganz interessante Statistik. So. Soweit zu diesen Statistiken und jetzt gehen wir mal ganz zum Schluss nah ran hier an unsere Hauptwelt. Beenden das nochmal mit einem Blick auf New Terra, das Ganze. Ja, liebe Leute, jetzt kommen wir wirklich so zum Ende dieser Let's Play-Reihe. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken bei einigen von euch, allen voran dem Ideengeber dieser Terraner-Fraktion, die ihr ja am Anfang abgestimmt hattet. Die Idee kam von Chris Shetty, der das hier beigetragen hat. Stellvertretend bei ihm quasi auch möchte ich mich bedanken, bei den vielen anderen, die am Anfang da teilgenommen haben und ihre Ideen eingereicht haben. Chris Shetty, ich hoffe, du bist nicht ganz so enttäuscht, dass sich natürlich jetzt deine Geschichte, für die du sicher auch so eine Idee entwickelt hast, wie das weitergehen könnte, sich vermutlich ganz anders entwickelt hat. Klar, aber das ist bei so einem Community-Let's Play auch irgendwo erwartbar, weil ja das Spiel will was anderes, die Leute wollen was anderes. Das ist ja auch der Reiz, dass man am Ende gar nicht weiß, was damit geschieht. Du hast sozusagen dein Baby jetzt hier in die Welt entlassen, in das Universum entlassen und das ist entstanden. Vielen Dank nochmal für deinen Beitrag hier zu diesem Let's Play. Dank an meine Unterstützer in Steinwalds Lager, die diese ganzen KI-Spezies, also alle, die ihr am Anfang hier gesehen habt, das war eine ganze Menge, die entwickelt haben, sich ausgedacht haben, beigetragen haben, auch Texte geschrieben haben zur Hintergrundgeschichte. Das war nun besonders reizvoll, dass dort auch noch, also noch, ja, so eine besondere Kreativität dadurch mit reingekommen ist. In diesem Zusammenhang auch ein Dank an 79 Voller, der das Ganze koordiniert hat, dann zusammengebracht hat, eine Datei erstellt hat, die ich dann nutzen konnte für dieses Spiel. Auf Wunsch einer einzelnen Person soll auch nochmal besonders darauf hingewiesen werden, wie witzig doch der Name Forschungsbäume ist, denn das bezieht sich ja auf den Forschungsbaum, den wir aus Computerspielen so immer kennen. Gut, jetzt hat es der Letzte auch kapiert. Wobei, ich würde mal sagen, im Wettbewerb um den witzigsten Namen konkurrieren die Forschungsbäume sicher mit LOL, Liebe ohne Leid und der UdSSR, der Union der Savitischen Staatsrebellen. Ich glaube, ich habe es noch richtig drauf. Ja, vielen Dank dafür. Dann Dank an D37, der unglaublich toll und fleißig in die ganzen Staffeln, in jeder Folge seine Nova-Zeitung geschrieben hat. Und ich weiß, viele haben das auch gelesen. Und das ist schon Wahnsinn, was für eine Mühe er sich da gegeben hat, alle Ereignisse minutiös aufzuschreiben. Wirklich krass. Wirklich krass. Vielen, vielen Dank dafür. Dank auch an Norman, der fleißig immer alle Wahlergebnisse in ein Dokument zusammengefasst hat und das Ganze visualisiert hatte. Link zu diesem Dokument gibt es auch in jeder Videobeschreibung von Stellaris, von diesem Let's Play, da könnt ihr auch nochmal nachschauen. Ja, und dann natürlich Dank an euch alle, euch als Mitglieder im Koordinierungsrat, denn ohne euch würde das Community-Let's Play gar nicht funktionieren. Also, ihr habt immer ganz fleißig abgestimmt, also das war über lange Zeit deutlich über 1000 Leute, die an den Abstimmungen teilgenommen haben. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Dadurch ergab sich auch ein echt interessantes, repräsentatives Bild auch. Und natürlich, und das ist
mindestens genauso wichtig, wenn vielleicht nicht sogar noch wichtiger, diejenigen, die fleißig an den Diskussionen, an den Debatten in der Kommentarsektion teilgenommen haben. Vor allem auch diejenigen, die das immer auf wunderbare rollenspielerische Art und Weise verpackt haben. Ich habe wirklich so gut wie alles gelesen und war ganz oft schwer begeistert von euch. Ja, vielen, vielen Dank. Ganz zum Schluss möchte ich mit einem Beitrag enden, der auch unter dem letzten Video geschrieben wurde. Da gab es einige, die ich auch alle gut fand. Aber diesen hier, ich musste mich jetzt für einen entscheiden. Und diesen hier fand ich so als Schlusspunkt mit am passendsten. Der kam von Untrue Lie. Und den lese ich jetzt mal vor. Ich glaube, nach all diesen Konflikten ist die Terranische Union mehr geworden als nur die Menschheit auf ihrem Weg ins Weltall. Viele fremde Lebensformen sind nun Teil unseres Reiches, das einen beträchtlichen Teil der Galaxis umfasst. Mit den meisten der Nachbarn leben die Terraner in Frieden, zusammengeschlossen in einer großen Föderation, beschützt von den erstarkten und kampferprobten terranischen Flotten. Die Menschen blicken nun nicht mehr nur auf ihre eigene Heimatwelt und das große rettende Ereignis, sondern auch auf das wundersame Erbe der Ba'ul, die Fähigkeit, Gaia-Welten zu erschaffen und anderen Lebensformen einen sicheren Hafen und gute Lebensbedingungen zu bieten. Sie brachen vor 300 Jahren von New Terra aus auf, mit dem Ziel, die Wohltäter zu finden, die ihren Planeten retteten. In gewisser Weise haben sie gefunden, was sie suchten. Die Terraner selbst sind nun zu Wohltätern und Rettern geworden, haben die Galaxis mehrmals vor der völligen Zerstörung durch die kalte, berechnende Macht der Maschinen bewahrt und zahlreiche lebensfeindliche Welten in Paradiese verwandelt. Sie haben ihre Mission erfüllt. Aus Schatten wurde Licht, aus Wüsten erwuchsen blühende Gärten, aus Tod und Zerstörung entstand neues Leben. Möglicherweise werden die Terraner eines Tages, wenn alle Wunden geheilt und alle Zwistigkeiten beigelegt sind, mit neuen Technologien auch zu anderen Galaxien aufbrechen. Und vielleicht werden sie dort eine Welt finden, gezeichnet von Selbstausbeutung und Unachtsamkeit, die mit Hilfe der Lebenssaat vor der Selbstzerstörung bewahrt werden kann. Dann werden die dort lebenden Wesen plötzlich ein Licht sehen, das ihre Welt wiederherstellt, alte Wunden schließt und sie reichhaltiger und schöner zurücklässt, als sie es sich jemals hätten erträumen können. Vielleicht werden sie dann zum sternenbekrönten Himmel emporschauen, nicht wissend, wem sie dieses Wunder zu verdanken haben, doch mit dem festen Vorhaben, ins All aufzubrechen und das Geheimnis zu erforschen. Die Fackel wird weitergegeben. Ja, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.